Hallo, heute hier wieder aus der Spider-Garage. Kurzes Infovideo zum Lenker der 2024er Spider. Und zwar wurde jetzt schon das eine oder andere Mal gefragt, ja, ich möchte gerne einen Dragbar verbauen und wie kann ich das, wie geht das? Ja, der Dragbar-Lenker ist ja ein sehr begehrter Lenker in der ganzen Spider-Szene bisher. Das ist der Lenker, der eigentlich serienmäßig auf der Daytona verbaut ist. Den haben wir, also ich auch auf meiner alten Maschine, nachträglich auf die F3S verbaut, so wie viele andere auch, die damit zufrieden sind und fahren. Und warum das hier nicht geht und was ihr hier machen könnt bei der 24er, verrate ich euch nach dem Intro. Also bei der 2024er F3S ist es so, dass der Lenker jetzt Maße, Abmaßungen hat und auch von der Breite her wie ein normaler Motorradlenker. Ja, ich habe euch mal hier den Standard, Standard F3S Lenker. Ja, wir haben hier also den normalen Lenker bis hier, wo die alten Lenker ja aufgehört haben, zeige ich euch auch gleich nochmal im Gegenzug, geht der Lenker jetzt komplett durch. Also der Gasgriff und das Ganze sitzt hier komplett drauf, ja, und hat hier auch überall Bohrungen, die man natürlich dann in einem Standardlenker auch wieder alle nachholen muss, ja, wo halt alles fixiert ist an Schalen und Griffen. Also um ein Standard, ich habe hier jetzt ein LS, also von der Firma LSL habe ich hier einen Lenker drauf, um das zu verbauen, benötigt ihr eine Lenkererhöhung. Weil sonst schlägt der Lenker auch sofort auf. Ne? Das passt sonst nicht. Also ihr braucht dann eine Lenkererhöhung, die es von BRP so nicht gibt. Showchrome hat eine Lenkererhöhung für die Spider-Modelle. Also Handlebar Rising Kit schimpft sich das. Findet ihr im Internet. Ich suche es raus und unten in der Videobeschreibung, da verlinke ich euch das. Also von Showchrome gibt es eine Lenkererhöhung, ist eine Beschreibung drin und alles. Das ist also der Lenkerbock mit Distanzscheiben und neuen Schrauben, die dann länger sind. Und auf diese Lenkererhöhung könnt ihr dann quasi den Motorradlenker setzen. Ja, dann braucht ihr diese Mittelfixierbohrung natürlich nicht mehr in diesem Lenker, die kann weg. Nur noch die Fixierbohrungen für die Lenkerschalen. Und ja, dann könnt ihr einen ganz normalen Motorradlenker verbauen und habt das ziemlich weit vorne und fast, nein, gerade nicht. Eine Dragbar ist ja auch nicht komplett gerade, aber also ich bin mit der Fahreigenschaft tausendmal mehr zufrieden jetzt als mit dem der Lenker, der dir, ja, den ich gerade gezeigt habe. Der kommt dir also noch extrem entgegen. Und das ist jetzt alles wieder. Ja, für mich, Oberkörper kommt wieder ein bisschen nach vorne, ist ein bisschen bequemer für mich zu fahren. Ja, es gibt natürlich auch von BRP Lenker, die flacher sind, ja, haben aber trotzdem noch mehr Neigung außen in den Griffen. Oder es gibt natürlich auch noch den Lenker, der dir mehr entgegenkommt für kleinere Leute. Aber auch da ist dann die Griffstellung halt immer ein bisschen ja, nach innen geneigt. Ne? Und das hier ist jetzt ein bisschen gerade geneigt. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt LSL gewählt, ob es aus dem Shopper, Harley oder sonst wo Bereich Lenker gibt, die dann fast gerade durchlaufen, müsste man mal schauen. Dann hätte man hier fast wieder wie einen Dragbar, aber wie es dann ist mit Volleinschlag, hier kommen dann auch wieder fast schon die Gerätschaften an die Verkleidung. Dadurch kommt das ja wieder tiefer, dann würde das, glaube ich, wieder nicht passen. Also ich würde da gar nicht groß rumprobieren. LSL-Lenker passt einwandfrei, finde ich, bin damit zufrieden. Mit der Lenkererhöhung ohne geht es leider nicht. Ja, dann kam das gleich direkt wieder an die Verkleidung und so passt es jetzt. Also da wurden jetzt wieder Fragen gestellt, ich möchte einen Dragbar verbauen, ist das möglich? Nein, da der alte Lenker, wie gesagt, zeige ich nochmal, hier endet. Ja, und bei der Dragbar ist es genauso. Man nimmt die Schalen ab, zieht den kompletten Griff raus und steckt ihn hier drauf.
Ja, und das geht hiermit nicht mehr. Hier hat man einen kompletten Lenker wie beim Motorrad jetzt verbaut. Und das ist die große Änderung eigentlich zur 24er, außer jetzt die Scheinwerfer vorne und das Tacho, dass das hier auch komplett geändert ist und damit nicht mehr passt. Ja, also Firma LSL, habe ich auch die Endkappen hier in Rot jetzt drauf. Die Löcher muss man sich halt umzeichnen, ne, vom alten Lenker. Vom alten Lenker die Löcher umzeichnen, die beiden. Ja. Das dritte hier unten, das braucht man nicht, weil man kommt ja jetzt höher, man hat diese Fixierung nicht, man kann den Lenker also auch noch ein bisschen schwenken dann. Würde ich sagen, guckt euch vorher, wie ihr das ungefähr haben wollt, weil wenn ihr dann die Bohrung einmal gesetzt habt für die Schalen, dann sitzen die Schalen auch. Wenn man die jetzt nach vorne setzt, würden die Schalen nach vorne kommen, setzt man den Lenker wieder zurück, würden die Schalen natürlich auch wieder nach unten zeigen. Ne? Also setzt euch den Lenker erst so, wie ihr den haben wollt, dann setzt ihr die Bohrungen, ja, markiert euch die, bohrt die an, setzt die Schalen drauf und dann passt das. Als kleinen Tipp, wir haben hier natürlich dann nicht mehr die Stärke, wie der Standardlenker von sich aus schon gleich hat. Der ist ja sofort dick hier, da sitzen dann die Schalen hier drauf, ja, darum auch die Fixierung hier und da die Fixierung für die Griffe, hier die Löcher, die Fixierung für die für die Griffe, für die Handgriffe selbst. Ne? Wie gesagt, das seht ihr dann alles, das müsst ihr euch natürlich alles dann bohren. Jetzt haben hier die Schalen Luft zwischen. Ja, also das passt dann nicht mehr 100%. Ich habe mir Schaumstoff, so 1,5 cm dick, selbstklebend, habe das dann einmal rumgeklebt und dadurch ist das hier jetzt mit Schaumstoff schwarz abgedichtet. Ja, vielleicht habt der eine oder andere eine bessere Idee, wie man das hier abdichten kann. Oder ob jemand solche Schalen, die sitzen jetzt auch nicht fest, ne, ist klar, ob man diese Schalen vielleicht nachträglich nochmal irgendwie, ja, wäre vielleicht eine Idee für einen 3D-Drucker, sich welche zu drucken, die dann hier einfach die Umrandung ein bisschen dünner haben. Könnte man machen. Wäre mir jetzt zu viel Arbeit, ne, so ein Druckprogramm da, solche Kappen zu schreiben, mit dem Schaumgummi hat das auch so, ich bin gerade am Überlegen, darum stotter ich gerade. Ich überlege jetzt schon, wie schreibe ich das Programm im 3D-Designer für den 3D-Drucker. Vielleicht mache ich es doch. Also, so geht es aber auch. Ne? Dann hat man auch wieder locker hier eine gerade Perspektive, eine gerade Position für die SP-Connect-Halterung. Ja, werde ich auch oft gefragt, wie machst du dein Handy fest? Das ist von SP-Connect. Ist in der Videobeschreibung auch beschrieben. Und dann konnte ich bislang alle Telefonate annehmen, telefonieren, sprechen und Musik hören. Das hat funktioniert. Ja, da kam jetzt auch die Frage, ob es noch Probleme gibt. Ich habe da, wie gesagt, jetzt kein Problem mehr mit. Das funktioniert. Ja, das sind jetzt so zwei Knackpunktfragen, also zwei häufig gestellte Fragen. Was ist mit dem Lenker? Dragbar, verbauen? Ja, nein. Nein, geht nicht. Dragbar ist Geschichte. Und ich sage jetzt leider, aber ich habe auch den von der Dragbar hatte ich diesen erhöhten Kopf mit den Verlängerungen hier schon drauf, da habe ich das Tacho kaum noch gesehen. Also das hat sich auch im Winkel hier alles ein bisschen verändert, dass wenn ich den Dragbar drauf baue und schon den Stummel drin hatte, dann habe ich ja erst festgestellt beim Abschrauben hier, dass das alles, hast du den Tacho auch kaum noch gesehen. Und so geht das alles. So funktioniert das alles. Ist also top. Und ich bin damit echt zufrieden. Ist natürlich Geschmackssache. Wenn man auch erstmal den Standardlenker gefahren hat und macht sich dann LSL-Lenker drauf, dann denkt man erstmal, boah, wie behindert ist das denn? Ganz direkt, ganz anderes Fahren. Aber nach ein paar Kilometern war das dann passé, dann war alles wieder gut. Also ja, funktioniert. Ich bin damit sehr, sehr zufrieden, auch mit der Einstellung hier mittlerweile, mit den ganzen Schaltern, auch alles super schon angenommen. Ja, das Vereinfachte mit dem Rückwärtsgang, ja, nach vorne drücken, Rückwärtsgang drücken, zack, alles gegessen, nicht mehr den Knopf hier rum. Das ist alles schon ganz cool so und ich bin damit, wie gesagt, sehr zufrieden. Ja, dritte eigentlich jetzt Scheinwerfer, Lenker und dritte Änderung, was ich selbst festgestellt habe, ist, dass ich hatte ja die Kenball-Sitzbank auf der 2017er
F3S. Und da muss sich hier am Rahmen etwas geändert haben. Der Sitz von der 24er ist hinten so breit, dass man ihn nicht mehr zwischen die Spitzen da von den Heckgriffen bekommt. Und wenn man das zwischenfummelt und alles hinkriegt und macht dann den Sozius-Sitz drauf, gibt es eine riesen Lücke zwischen Sozius und Sitz, so dass der Sozius eigentlich gar nicht mehr richtig einhakt. Also hat sich da maßtechnisch auch ein bisschen was verändert. Also konnte ich den Cannonball auch nicht mitnehmen, habe den Standardsitz hier drauf gelassen, womit ich jetzt auch zufrieden bin. Das ist in Ordnung, ne? Da ist Jammern auf hohem Niveau mit noch weicher gepolstert oder, ne? Das ist, ja, weiß nicht. Dann kann man auch zum Sattler gehen und sagen, wenn man überlegt ist, was eine Cannonball-Sitzbank mit Sozius kostet, das kann ich auch im Sattler geben und den hier schön machen lassen, also wäre das auch in Ordnung. Ja, das mal als kurzes Infovideo, schon wieder viel zu viel gequatscht, ne? Also Lenker, Dragbar geht nicht, LSL-Lenker mit Enden, ja, ich glaube, das ist der LSL, irgendwas mit einer 90er, 91er Nummer hinten oder so, es gibt sehr viel verschiedene. Das war der Flach, also ich sag mal so, wenn ihr einen LSL-Lenker probieren wollt und ihr seid irgendwo beim LSL-Fachhändler, dann bestellt oder guckt, dass sie den da haben, der die flachste Einstellung hat. Es gibt auch LSL mit verschiedenen geschwungenen und breiter und nicht so breit. Das ist der breiteste und der flacheste LSL-Lenker. Ich habe jetzt die Seriennummer nicht im Kopf, aber ich habe mir alle hingelegt und das war der breiteste und der flacheste. Den habe ich genommen und bin damit zufrieden. Genau. Ja, das war mal als kleines Infovideo zur 24er nochmal, was den Lenker betrifft und die Sitzbank vielleicht, ja, oder die SPS, die SP-Connect-Halterung mit der Erhöhung hier, wie gesagt, Showchrome Handlebar Ryzen Kit für die F3. Damit bin ich raus, ohne euch bin ich nichts, nur zusammen sind wir das weiter, Sven, wie immer, zum Schluss, liken, kommentieren nicht vergessen und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen und würde ich sagen, dann bin ich raus, ciao, bis zum nächsten Mal.